Der urologische Pädiatre lernt hier das urologische Spektrum kennen. Das heißt, Urologie ist nicht nur Männermedizin, es ist nicht nur ein kleines operatives Fach. Wir haben auch viele Frauen als Patientinnen, wir haben junge Patienten, alte Patienten, sodass man dieses Spektrum natürlich in Erfahrung bringt, aber auch das gesamte Spektrum der operativen Urologie mit größeren, kleineren Eingriffen, der Laparoskopie, der Endoskopie, mit Röntgeninterventionen. Und das sind alles Dinge, die der Pädiatre hier bei uns lernt. Das PJ ist die Generalprobe zum approbierten Arzt, zur approbierten Ärztin. Das heißt, der PJler darf bei uns sehr viel. Er ist im Verantwortungsbereich der Station mit eingebunden, so gesehen im Stationsmanagement, aber natürlich nicht nur, ich sag mal, Arbeit auf Station am Patienten, sondern natürlich auch hinsichtlich des operativen Spektrums mit Tätigkeit und auch Assistenz im Operationssaal. Und motivierte, fleißige PJler dürfen auch selbst kleinere operative Eingriffe durchführen. Die Pädiatrinnen und Pädiatrinnen nehmen hier strukturierte Urologie mit. Das heißt, wirklich die Erkrankungen zu kennen, auch eine strukturierte Diagnostik zu kennen und auch zu indizieren und letztlich auch zur Therapie überzuleiten und zu wissen, was muss ich bei welchem urologischen Erkrankungsbild therapeutisch dann machen. Das Besondere, was diese Klinik ausmacht, ist letzten Endes wirklich die Mischung des Spektrums. Wir haben einerseits, wie schon gesagt, eine sehr starke Uro-Onkologie und in dem Zusammenhang natürlich auch eine roboterassistierte Operationstechnik mit unserem Da Vinci-Roboter. Und wir haben natürlich auch noch die Nierentransplantation, die Spezialsprechstunde für Blasenfunktionsstörungen mit den dazugehörenden Diagnostika und Therapien und. Also es ist wirklich die große Mischung, das große Spektrum, was es hier in der Urologie ausmacht, Pädiat oder Pädiatrin sein zu wollen. Hinsichtlich der Ansprechpartner haben wir es in unserer Klinik so gelöst, dass der Pädiatre, die Pädiatrin wirklich ein Teil unseres Teams sind und so gesehen auch das Team als Ansprechpartner hinter ihm stehen. Und dann gibt es, wenn es spezielle Fragen gibt, auch noch gerne mich als Lehrbeauftragter der Urologie. Kommen Sie gern zu uns in die Urologie. Sie wären entweder ein guter Urologe oder eine gute Urologin oder nehmen für Ihre spätere Zukunft als Arzt, als Ärztin wirklich eine Menge mit.